Hallo, ich bin Jani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Wenn ich so aussehe, drehe ich ein Schminki ab. Und zwar habe ich hier ein paar Produkte, zeige ich euch, von Benefit aus dem Benefit 12-Tages-Adventskalender. Ne? Den hatte ich unboxed. Und das war der erste, den ich unboxed hatte und habe daraus ein Gewinnspiel gemacht. Ne? Und ja, habe mir einige Produkte behalten. Manches habe ich bei eBay wieder zur Versteigerung reingegeben, weil ich wollte nicht alles haben. Und genau, ne? Ich kann dir ja mal das Video zum Schluss einblenden als Videovorschlag, ne? Und dann kannst du nochmal gucken, wenn du das jetzt vielleicht verpasst hast, was da so für Sachen drin waren, ne? Und ja, war überwiegend viel Mascara drin. Ich meine, ich hätte mir mal gewünscht, dass Benefit noch vielleicht mal einen Lippenstift mit reingepackt hätte. Oder Lidschatten oder so, ne? Das wäre jetzt ganz toll gewesen. Und dann waren so Concealer-Proben dabei. Habe ich aber schon, noch ein kleiner Fun-Fact, ich habe schon mal ein Video gedreht, wie ich mich mit den Benefit-Produkten geschminkt habe. Und habe nicht mehr dran gedacht, dass in dem Glossy Box Adventskalender in der 1 von Benefit der Setting Spray drin ist. Das wollte ich eigentlich mit in dem verwenden. Und da mache ich das erste Türchen auf. Und dann denke ich so, ey, jetzt hast du schon das Video gedreht und wolltest doch das Setting Spray auch austesten. Ne, es war ja in der 1 drin. Und dann habe ich das Video wieder gelöscht und dachte so, nein, du willst auch das Setting Spray gleich mit benutzen. Und jetzt drehe ich zum zweiten Mal das Benefit Full Face. Was heißt Full Face? Ich sage mal ein Half Face, ne? Wie gesagt, da waren ja viele Sachen halt leider nicht mit drin, die ich ausgetestet habe. Da waren so Concealer-Proben mit drin, habe ich schon in dem ersten Video weggemacht. Einmal ein heller, ein mittlerer und ein dunkler Concealer. Aber ich kann euch sagen, der Concealer war nicht für meine Augen gedacht. Also das sah extrem fatal aus, ne? Gut. Deswegen kann ich euch das jetzt doch nicht zeigen mit dem Concealer, aber ist ja auch nicht schlimm. So, ja, das ist eine Geschichte, die ich hier mache und noch viele andere Sachen im gesamten Video blende ich dir hier oben Infokarten ein. Dann kannst du mal gucken, was ich hier noch so treibe. Und wenn dir das gefällt, darfst du gerne mich abonnieren und das Glöckchen anmachen. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Ja, und wir wachsen noch ein bisschen, ja. Ne? Und ich würde sagen, wir schießen dann mal los. Es waren zwei Primer drinne. Einmal The Pure Fashionable, ne? In dem Kalender waren alles nur kleine Größen. Also ich glaube, richtig Originalgröße war kaum was dabei. Ich weiß nicht, ob der Blush und der Bronze Originalgröße ist, weiß ich nicht. Hier war halt auch eine Probe 7,5 ml, aber es reicht ja auch zu, ne? Und zwar soll das so ein bisschen Hydrate Primer die Poren so ein bisschen schließen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich denke mal ja, weil hier steht alles auf Fachenglisch oben, ne? Und ja, genau. Und wir verwenden den auf der einen Gesichtshälfte und den anderen auf der anderen Gesichtshälfte. Wir gucken uns erstmal den an, ne? Und der hat so eine leichte farbliche Konsistenz, ne? Und ich würde sagen, ich packe mir den blauen hier auf die Seite, ne? Fühlt sich gut an auf der Haut, ist nicht pappig oder sonst was, zieht schön ein, hat eine schöne Konsistenz und der macht halt so einen Matt-Effekt. Ne? Ich mag eigentlich mehr so Glow, aber ist nicht schlimm. Das ist der blaue, aber trotzdem muss ich sagen, finde ich den gut. Ne? Krümelt der? Nein, der krümelt nicht. Na doch, etwas schon. Der rollt sich ein bisschen ab, aber ich glaube, das lag an meiner Tagespflege, die ich drunter habe, glaube ich. Von Nivea, ja. Wo ich den das erste Mal ausprobiert habe, hat er sich nicht abgerollt unter meiner Tagescreme. Naja, muss man halt gucken, dass man nicht vielleicht zu viel nimmt. Das ist der blaue, ne? Und es bleibt natürlich nicht stehen, weil die Schneedecke ist natürlich so uneben. Dadurch bleibt es nicht stehen. Dann gucken wir uns jetzt den Pure Professional Pore Primer an. Was der macht, ne? Aber ich glaube, der ist fast genauso. Also der wird jetzt, glaube ich, hier nichts anderes machen. Und der sieht auch so aus, ne? Aber der ist wieder ein bisschen anders von der Konsistenz her. Ich denke, das wird an die Tagescreme liegen, die ich habe, weil, wie gesagt, bei dem ersten Video war das ja nicht so. Aber ja, müssen wir jetzt irgendwie das Beste draus machen, ne? Und was macht der so?
Das ist ja nun blöd, dass das hier krümelt. Also ich muss sagen, es macht so ein samtiges Hautgefühl auch so ein bisschen. Also die Haut fühlt sich richtig sanft an. Ja, Feuchtigkeit spendend sind sie beide, glaube ich. Aber der ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, der hier ist so ein bisschen, der ist schneller eingetrocknet wie der. Also hier ist mehr so Feuchtigkeit vorhanden, ne? Okay, aber die sind beide matt. Ist jetzt nicht glänzend, aber ich finde die Konsistenz toll. Also muss ich sagen, ich finde die Primer finde ich richtig gut, ne? So, und ich mache mir jetzt Foundation hoch und ich mache mir auch schon Lidschatten hoch, weil habe ich ja nun mal leider nicht von Benefit, ne? Und ja, dann gucken wir uns die anderen Produkte an. So, ich bin wieder da, Augenlook geschminkt mit der Sephora Wild Wishes. Da habe ich auch schon ein Full Face abgeschminkt mit Sephora. Ist aber schon eine Weile her, war letztes Jahr. Das Video dazu kann ich dir mal hier oben verlinken. Kannst du mal gucken. Ne? Da habe ich die Sephora-Produkte ausgetestet. Ich habe Wimpernprimer oben, ne? Nicht wundern, dass meine Wimpern so aussehen. Da habe ich gestern auch schon ein Beautyboxen-Full-Face, was ich jeden Monat. Naja, nicht jeden Monat. Aus dem Beautyboxen, was immer so drin ist, mache ich immer so ein Beautyboxen-Full-Face. Da habe ich den auch schon ausgetestet. Habe ich gestern auch schon ein Full-Face-Schminki abgedreht. Und um meine Lippen zu pflegen, nehme ich wieder den schönen hier. Ich habe mir jetzt geschworen, in jedem Schminki werde ich den jetzt mit einbauen, weil den muss man einfach zeigen mit dieser Blume. Ne? So, kürzer die Lippen gepflegt. Bevor wir denn hier Lippenstift auch tragen. Irgendein, ich weiß noch nicht welchen. So. Ne? So, ja, toll. Also der wird jetzt in jedem Schminke eingebaut. Du kannst dich auch sagen, weil ich so begeistert bin. Ich muss immer aufpassen, das Weiße stempelt immer oben so ein bisschen ab. Ja, in dem Benefit Adventskalender habe ich mir denn behalten aus dem Kalender. Und zwar einmal diesen Dandelion Bronzer. Benefit ist eigentlich eine teure Marke. Aber, ah, nee, das ist der Blush halt. Hier. Der Hoola Bronzer von Benefit. Hier ist er. Ja, das ist eigentlich eine teure Marke, aber wenn ich mir das Billo-Gedöns plastikmäßig hier so angucke und mach mal 10.000 Mal auf und zu, dann geht das hier irgendwann ab. Ja, Hoola Bronzer, ne? Und den gucken wir uns jetzt mal an, wie der so ist, ne? So. Und mein Pinsel sauber macht Gedöns habe ich auch hier. Weil ich habe eine helle Foundation heute oben, eine richtig ziemlich helle Foundation. Und die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen aufdunkeln, ne? So, aufpeppen. Wieder nicht zum Abklopfen hingestellt. Da muss ich wieder den Deckel nehmen. Oh, guckt mal. Ah, es ist natürlich blöd, dass das so extrem abstempelt, ne? Mit dem Primer ist ja alles gut und schön, aber schon blöd, ne? So. Also der ist jetzt nicht zu dunkel, ne? Ich finde den genau richtig eigentlich für mich so gesehen. Ja. Hör noch mal rein. So, abgebronzert alles so ein bisschen, ne? Jetzt habe ich wieder ein bisschen Farbe, ja. Der ist halt nicht zu dunkel, ne? Der Bronzer, der ist halt ein bisschen, ja, aber ich finde den in Ordnung und ja, genau. Das war der Huna Bronzer. Ich finde den gut, ne? Also der macht ein bisschen, gibt eine gesunde Gesichtshautfarbe ab. Ja. So, dann war ja auch mit in dem Benefit Adventskalender dieser, jetzt kommen wir zu dem Dandelion Blush, kannst du nicht aussprechen, ne? Dandelion, ja. Und der ist so ein bisschen glowy, ne? Da sind so Schimmerpartikel drin. Dann gucken wir uns den jetzt mal genauer an. Ne? Der ist jetzt auch nicht dolle, ne? Der ist auch recht dezent. Könnt ihr das sehen, dass er so ein bisschen glowy ist? Ja, doch, da seht ihr, ne? So ein bisschen die Schimmerpartikel. Der ist halt auch bloß leicht. Aber dafür habe ich ja, oh Gott, dieser Primer ist, naja, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich mir den in Zukunft mit. Aber wahrscheinlich mache ich auch zu viel hoch. Kann man sich auch den Augenlook damit versauen, ne? Oder ich muss jetzt so schnell wie möglich Mascara auftragen. Wir gucken uns jetzt erstmal den Blush an.
Oh, der riecht gut, der Blush. Oh, der. Und der sieht schon, ne? Der macht bloß leicht. Also, das ist jetzt kein Cravem-Produkt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe bessere Bronzer. Jetzt sei ich schon wieder hier oben, ne? Oh, das ist doch zum Kotzen. Ich muss gestehen, ich habe bessere Bronzer im Backup. Und ich habe bessere Blushes im Backup, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ne? Also nur weil es Benefit ist und sauteuer ist, heißt es nicht, dass die jetzt sonst die toll sind, die Produkte. Ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, oh, wartet mal, mir ist gerade was aufgefallen. Es war nämlich recht dunkel. Ich habe jetzt mal hier Licht angemacht. So, und jetzt könnt ihr, glaube ich, ein bisschen mehr sehen. Und ja, oh Mann, ey. Ah. Das ist Kacke. Also der Primer, gut und schön, aber bringt jetzt nichts. Muss ich danach machen. Ihr merkt, heute geht es wieder ein bisschen chaosmäßig vonstatten, ne? Aber so. Ja, ich würde sagen, das reicht auch schon. Also der macht wirklich nur ganz leicht, ne? Ihr seht es, ne? Also wie gesagt, da habe ich bessere Sachen im Backup von anderen Marken, die günstiger sind, ne? Muss ich jetzt wirklich mal sagen. So. Und ich muss auch gestehen, oder sagen, ich werde mal gucken, was nächstes Jahr in dem Benefit-Kalender ist. Ne? Und ich glaube, letztes Jahr war das gleiche drin wie dieses Jahr. Ne? Und ich denke, ach, jetzt fällt mir gerade was ein. Ich habe mir gerade schon Augenbrauen-Gel hochgemacht. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Ich habe ja hier noch einen Brow-Setter von Benefit. Oh. Leute, es ist heute wieder, es ist heute wieder, ne? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ich würde mir den nächstes Jahr nochmal angucken und wenn genau das gleiche drin ist, dann braucht man sich den nicht nochmal bestellen. Also ich glaube, das reicht zu, wenn man sich den einmal bestellt, den Kalender, ne? Da reicht das vollkommen zu. Und ja, ne? So. Den Blush muss man halt ein bisschen aufbauen, wenn man halt ein bisschen mehr erzielen möchte. So, aber ja, ist halt. Ja. Da habe ich, wie gesagt, um Längen viel bessere Geschichten im Backup von günstigeren Marken. Ne? Gut. Ja, so umhauen tun mich die Produkte jetzt nicht. Die Primer waren in Ordnung, die waren richtig schön. So, gut. Wir gucken uns jetzt doch nochmal das Augenbrauengel an. Ne? Das soll ja richtig gut sein. Ja, ich habe jetzt zwar schon anderes oben. Naja, dann müssen wir halt nochmal machen. So sieht's aus. Ne? Dann machen wir jetzt halt nochmal das drauf. Ist ja jetzt auch egal. Dann habe ich jetzt hier die volle Dröhnung Augenbrauengel. So. Und ich muss sagen, mit diesem Silikonbürstchen, mit dem Augenbrauengel macht sich das auch beschissen. Ne? Also, ja. Aber es hält, es bleibt alles da sitzen, wo es ist, an Ort und Stelle. Aber das ist bei dem, den ich davor hatte, auch. Und der trocknet dann auch schön ein, ne? Und dann sind die Brauen richtig fest. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich hier doppelte Ladung oben. Aber ja, ich hätte sie mir vorher wirklich mal ein bisschen ausrasieren sollen, nicht? Ah, wieder vergessen. Naja, so läuft das hier bei Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Aber wie gesagt, wir testen ja bloß die Produkte aus, um zu gucken, was die so machen und wie ihr seht. Wie gesagt, ne, es ist jetzt nichts. So, morgen gilt trotzdem, jetzt habe ich doppelte Ladung oben. Ist ja nicht verkehrt. Jetzt kommen wir zum interessanteren Teil. Nee, noch nicht. Noch nicht. Von Douglas. Lippenstift ist von zuvor. Den habe ich jetzt da stehen. Na toll, da steht da gut, ne? Ja, und ja, ne? Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt Pore Professional Super Setter an. Long-Lasting Make-up Setting Spray, um das Make-up zu fixieren. War ja in dem Glossy Box Adventskalender in der Nummer 1 drin, ne? Und wir gucken mal, was der machen soll, ne? Ja. Und bin ich gespannt. Da sind da sogar zwei Deckel oben. Uiuiui. Stoß ist. Der geht so, ne? Ja. Ist halt. Der Duft ist neutral. Es ist jetzt nicht irgendwie. Gott, guckt euch das mal an. Also dieser Primer macht mich fertig, ganz ehrlich, ne? Also, oh, nee.
Oh wei, oh wei, oh wei. Das sollte man vielleicht. So, kann man aber alles. So, jetzt habe ich den Primer nicht mehr auf den Wimpern oben. Also dieser Primer, der ist ja wirklich katastrophal. Ja. Ich lasse das jetzt so einziehen. Ich habe jetzt hier nichts zum Einarbeiten, kein Schwämmchen und nichts. So, ne? Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal an. Muss jetzt mal ein bisschen trocknen, ne? So. Kommen wir zum letzten Produkt. Ja, der Setting Spray ist. Geht so. Ne? Also, ja, ich bin nicht so begeistert von den Benefit-Produkten. Ne? Wie gesagt, da habe ich andere Sachen im Backup, die um Längen besser sind. Dann habe ich mir von den ganz vielen Mascaren, die in dem Kalender drin waren, habe ich mir den hier rausgesucht. The Real Magnet, ne? Und die haben ja alle irgendwie das gleiche Bürstchen fast. Silikonbürstchen. Und dann gucken wir mal, was der so taugt. So, also die unteren, guck dir das mal oben an. Also die unteren Wimpern hat der Ja. wunderbar gegriffen. Also wunderbar, ich denke, das liegt an dem Primer. Der macht schon gut die Wimpern länger und trennt die schön, ne? Und man sieht auch, und der kommt mit dem Bürstchen vom Benefit, kommt man auch super wunderbar hier unten an die unteren Wimpern ran. Ja, also wenn der unten schon gut macht, dann wird der oben bestimmt auch super sein, ne? So, fertig. Mega. Also der Primer macht wirklich gut. Das habe ich gestern bei dem Beauty Boxen Full Face auch gemerkt. Der macht wirklich was aus. Er betont noch mehr die Wimpern, macht die auch länger, ne? Ich meine, die Benefit-Mascaren sind sowieso generell super, ne? Also die machen wirklich gut. Und durch den Primer macht er auch die Wimpern länger, ne? Gefällt mir richtig gut. Und jetzt kommt mein Satz, ne? Mit Mascara, mein Anhänger ist verkehrt rum. Mit Mascara wird die Welt immer klarer, ne? Und ich style jetzt mein Pony und mache ein bisschen meine Haare und dann gucken wir uns das jetzt alles mal Gesamtzustand an, wie es aussieht, wenn es richtig fertig ist, ne? Aber wie gesagt, mir gefällt das richtig gut mit dem Mascara. Ja, und ich würde sagen, ich bin gleich wieder da. So, ich bin fertig gestylt, ne? Ja, also mir gefällt der Look richtig gut. Wie gesagt, mein Fazit jetzt nochmal zu den Produkten. Ne? Die Primer finde ich toll, nur die agieren nicht mit jeder Tagescreme. Da muss man aufpassen, was man so drunter packt. Bronzer habe ich bessere da, Blush habe ich auch bessere da. Ne? Das habe ich schon mal gesagt, so richtig. Ja, ne? Also haut mich jetzt nicht so um. Das Setting Spray ist jetzt auch nie so der Oberknaller. Es ist in Ordnung, es ist okay. Der Sprühstoß ist ein bisschen komisch, aber. Ich weiß auch nicht. Am besten hat mir halt jetzt der Mascara gefallen, ne? Also der macht gut. Ich weiß nicht, ob er auch ohne Primer, aber der hat auch schon ohne Primer gut gemacht, wo ich schon mal das Video abgedreht habe, ne? Ja, ist jetzt nicht verkehrt. Augenbrauenzeug ist generell gut vom Benefit, ne? Das hält alles, wie es soll und es ist fest und ja. Und trotzdem im Großen und Ganzen muss ich sagen, gefällt es mir gut, was ich draus gemacht habe. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben, was ihr zu den Produkten sagt, ne? Oder auch wie ihr den Look so findet, ne? Ja, wie gesagt, es ist nur Testschminki, das geht jetzt nicht darum, wie schön es aussieht, was, ja, nur einfach, was die Produkte so machen sollen, ne? Dass man mal halt sieht, ja, gut, ob man sich jetzt die Sachen unbedingt kaufen muss, nein. Ich würde mir vom Benefit nichts kaufen, weil, wie gesagt, ist mir zu teuer und es gibt Produkte, die sind besser, ne, von anderen Marken und machen mir halt was her. Bin ich der Meinung. Ich wollte die halt mal haben, um mal auszuprobieren und ja, das habe ich jetzt damit getan, ne? Und ja, hat mir dieses Video gefallen, darfst du mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich dir ein meine Playlist von meinen Das Schminkis, die ich bis jetzt so abgedreht habe. Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Hier unten siehst du einen Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage jetzt zu Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.